Yo Leute, Digga, was geht ab? Die erinnern sich mal, ist mal wieder sowas von Motherfucking Goddamn hat am Start, Alter. Und wir sind immer noch in X6 am rumdippen, Alter, aber jetzt geht es gegen den Motherfucking Thor Ragnarok. Wir sind in X6 Kapitel 4 Nummer 2. Eins haben wir schon easy abgeschlossen. Ich bin den Part gegangen mit dem Typhoon. Wenn ihr starke Champion habt, juckt das eigentlich nicht, weil für 10 Ladungen, wenn ihr 10 Ladungen habt, bekommt ihr Shock Damage, aber wenn eure Champions so stark sind, dass vor diesen 10 Ladungen ihr die Gegner killt, ist es kein Stress, weil Typhoon kriegt nur eine Ladung, wenn der Gegner, also der Angreifer, der Verteidiger, irgendeine Superkraft macht. Erst dann kriegt ihr eine Ladung, wenn ihr 10 habt, kriegt ihr einen Shock Damage. Oder ihr holt einfach Champions mit, die Shock Immune sind. Dann ist es auch einfach. Ich habe am Ende ein bisschen verkackt, aber jetzt sind wir auf jeden Fall drin. Gegen Thor Ragnarok gibt es nicht viel zu erzählen. Wenn er dich nach der Superkraft erwischt, bist du tot. Instant. Und du machst erst Schaden, wenn du eine 15er Kombi hast. Und seine Superkräfte kosten halb so viel Kraft. Und Thor Ragnarok hat halt diese Thor Ragnarok-Fähigkeit, dass er halt sich auf 3 Bars Power machen kann. Die besten Konter dagegen sind Champions, die Kraftverlust machen. Also die irgendwie Kraft entziehen können oder ihm gar nicht gestatten, Kraft zu nehmen oder was auch immer. Ich habe keine dieser Champions. Psycholog habe ich vielleicht, aber keine Ahnung, ich mag ihren Playstyle nicht, ich feiere sie nicht so hart und naja, ich komme mit ihr nicht so gut klar. Und ich habe keinen anderen. Und ich versuche es einfach mit Archangel, habe ihn auch extra dafür auf Rang 4 gebracht. Denn Archangel unterdrückt die Fähigkeiten von ihm und wenn die Fähigkeiten unterdrückt sind, dann kann er sich auch keine, auf die SK3 kann er sich nicht hochleveln mit seinen Powerbalken. Aber ich glaube, wir fangen trotzdem nochmal mit Domina an. Versuche auf die SK2 zu gehen und da einen schönen kritischen Damage zu machen. Jedes Mal, wenn er 20 hat, müssen wir aufpassen. Okay, mach was. Okay, jetzt aufpassen. Jetzt ist er für 4 Sekunden tödlich, deine Angriffe, und es sind es plus 4 weitere Sekunden. Komm, kritisch. Ich glaube, wir sind tot. Weil, also, Thor Ragnarok, ich weiß nicht, ob er mit seinen SK3 Leute killen kann. Nee, kann er nicht, kann er nicht. Also, wir sind noch nicht tot. Oder doch? Fresh, keine Ahnung. Fucker. Archangel, let's go. Save für meine fetten Cornices, Alter. Okay, der Hurensohn hat sie doch gekriegt. Also wir können anscheinend die Angriffe blocken. Und sind trotzdem nicht tot, das ist schon mal nice to know. Ja, okay, wir sind jetzt tot. Aber wir haben ihm 50% von seinem Leben abgenommen. Leben genommen.
War auf jeden Fall nice, Alter. Also wir haben es auf jeden Fall ziemlich gut, also ich habe es ziemlich gut gehandhabt. Bisschen Eigenlob muss natürlich auch sein. Habe ihn definitiv ein bisschen ge. Und jetzt haben wir noch ein Team Revive. Danach haben wir auch keine Units mehr. Also das ist mein letztes Team Revive. Danach müssen wir es schaffen. Joa, haha, lul, lul. Haben wir noch so ein Ding? Nee, haben wir nicht. Ja, let's go. Ich fange mit Nick Fury an, weil alle meine anderen Champions sind Helden-Champions. Das heißt, sobald Nick Fury verreckt ist, kriegen die nochmal 10% mehr Angriff. Skuske, Skuske, komm, komm, du Fotze. Komm, du Missgeburt. Ah, shit. Wir müssen ja erstmal die 15er Kombi erreichen. Damit wir erst Schaden reinbrettern können. Aber ganz ehrlich, mit etwas Skill geht es eigentlich schon fit auch. Also man braucht nicht unbedingt einen Konter gegen ihn. Weil so wie ich es hier sehe, er ist ziemlich aggressiv, das feiere ich. Ja, wow, ich habe mein Team Elixier verschwendet, Alter. Ich hätte auch einfach nur ein Elixier nehmen müssen. Fick deine Mutter, Alter. Ja, scheiß drauf, Digga. Wir haben auf jeden Fall den Thor Ragnarok besiegt. Skis, skis, Gamer-Foggers. War auf jeden Fall nicht wild, war kein sehr wilder Hase. Also wirklich, bis jetzt, X64 ist für mich bis jetzt relativ easy. Natürlich ein paar Sachen. Einmal 100 Units und einmal 40 Units habe ich bis jetzt gebraucht. Davor habe ich 120 Units gebraucht und jetzt 100. 40, weil ich habe davon Nick Fury nochmal revived und naja, dafür, dass es X64 ist, ist es auf jeden Fall einfach. Aber ich habe auch ziemlich viele Konter, also muss ich gestehen, Digga, ja. Aber die Belohnungen, Eve zu dem Caster Layer, Alter, boah, Alter, schaut euch den Shit an, Alter. Sobald ich das 100% hab, Digga, nicht eins, sondern zwei 6-Sterne-Kristalle werden nackend klatschen. Alter, Bruder, ist doch nicht mehr normal. Also auf jeden Fall sehr wild. Also da freue ich mich schon sowas von drauf, sobald ich diese Hure zum Sohn endlich mal abgeschlossen habe. Aber auf jeden Fall, das Video hat euch natürlich gefallen. Deswegen gebt ihr einen Daumen hoch, ein Abo, drückt auf diese verfickte Glocke, weil das pusht mich. Ich habe euch nochmal eine Playlist hinzugefügt, wo ihr Act 6 3 sehen könnt, wie ich das nochmal zu 100% durchmache. Noch irgendein paar andere witzige Videos von mir habe ich nochmal hinzugefügt. Und natürlich in der Mitte abonnieren, Jungs. Yeah.